Moin, andere Location. Könnte spannend werden. Herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr wisst ja, ich rede auf meinem Kanal nicht so sonderlich viel über mich. Könnte man meinen, juckt auch niemanden, ist auch eher so die Herangehensweise, die ich bei dem Thema habe. Aber hin und wieder kommen dann doch mal ein paar Fragen dazu, wer ich denn eigentlich bin, was ich so mache. Ja, und das war es eigentlich auch. Das mit dem mal ein bisschen was über mich erzählen, haben wir ja schon mal probiert. Das ist tatsächlich eines der meistgeklickten Videos auf dem Aero News Germany Kanal, was mich auf der einen Seite natürlich freut, weil sich viele Leute anscheinend dann doch irgendwie dafür interessieren, wer ich denn wirklich bin. Auf der anderen Seite ist es aber auch fast ein bisschen erschreckend, weil das Video schon ein ganzes Stück älter ist. Das Video habe ich vor etwas mehr als oder vor ziemlich genau 2,5 Jahren gedreht und seitdem ist natürlich eine ganze Menge passiert. Und mit diesem Video heute möchte ich euch mal ein paar wichtige Fragen beantworten, die immer mal wieder auftreten, und ein kleines Update dazu geben, was bei mir in den letzten Jahren so passiert ist und wer ich denn eigentlich bin. Der Grund für dieses Video ist dabei gar nicht unbedingt, dass ich euch das alles mal erzählen möchte, sondern viel eher, dass sonst sehr viel vermutet wird. Dass es quasi fast schon Gerüchte darüber gibt, was ich für ein Typ bin und was ich so den ganzen Tag mache. Und um die wichtigsten Fragen direkt mal zu beantworten, ich heiße nicht Magnus und ich bin auch kein Florist und falls du mich letzte Woche in München gesehen hast, war ich nicht. Ja. Und auf der anderen Seite, viele von euch schauen mich schon seit einigen Jahren, also seit echt Ewigkeiten, unterstützen mich schon seit Ewigkeiten und spätestens jetzt habt ihr irgendwann noch mal ein paar Infos darüber verdient, was das denn überhaupt für ein Typ ist, den ihr euch da immer mal wieder anschaut. Die Leute von euch, die hin und wieder auch mal bei den Livestreams dabei sind, die wissen, dass ich da eigentlich ganz gerne mittlerweile auch mal privatere Fragen beantworte, einfach zwischendurch mal ein bisschen was erzähle und auch mal ein paar privatere Infos rausgebe. Aber in den ganz normalen Videos auf dem Kanal, in den Aero News Folgen, hat das eigentlich keinen Platz und ist auch ehrlich gesagt ziemlich irrelevant. Und ich weiß natürlich auch, dass nicht für jeden von euch das Livestream-Thema wirklich was ist, was man sich gerne anschaut. Und das ist logischerweise auch völlig in Ordnung. Und da kann ich schon verstehen, dass da noch ein paar Fragen offen sind. Aber dafür gibt es ja alle 2,5 Jahre so ein Video hier und ich hoffe, dass ich euch jetzt ein paar Fragen beantworten kann. Die Frage, die am allerhäufigsten gestellt wird und die ich jetzt ganz elegant auch mal clickbait-mäßig für den Titel benutzen musste, ist die Frage danach, ob ich Pilot bin. Und um das ganz schnell zu beantworten, ja, ich bin Pilot, ich bin erster Offizier, Co-Pilot auf der A320-Familie bei einer deutschen Fluggesellschaft. Muss ich noch mal ganz kurz das Ding hier wegräumen? Und damit ist jetzt wahrscheinlich die Prio 1-Frage beantwortet, 70% der Zuschauer schon wieder weg und ich kann endlich mit den unwichtigen Dingen anfangen. Ich bin Pascal, ich bin 23 Jahre alt und diesen YouTube-Kanal hier habe ich seit Mai 2013. Das ist schon eine ganze Weile her. Lasst mich kurz überlegen, da war ich 15 Jahre alt. Jo. Und das ist gar nicht mein erster YouTube-Kanal, ich hatte davor schon mal einen YouTube-Kanal. Und habe immer mal wieder so ein bisschen auf YouTube rumprobiert, fand das Thema schon immer spannend und habe das mehr oder weniger ohne größere Unterbrechung seit fast 10 Jahren jetzt durchgezogen. Und es ist schon sehr interessant zu sehen, dass sich heute immer mal wieder in den Kommentaren oder im Livestream-Chat oder wo auch immer Leute oder Accountnamen sehe, die ich das erste Mal vor 8 oder 9 Jahren unter meinen YouTube-Videos gesehen habe. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid und ich hoffe, ihr bleibt auch noch eine Weile. Wirklich interessant wird das, was ich zu erzählen habe. Ich habe ja nicht sonderlich viel zu erzählen. Es ist wahrscheinlich wirklich so, dass jetzt 70% der Zuschauer nach Beantwortung der ersten Frage schon wieder weg sind. Aber wirklich interessant wird das, was ich zu erzählen habe, wahrscheinlich erst so ab dem Zeitpunkt, ab dem ich das Abitur in der Tasche hatte. Ich habe mein Abi gemacht im Jahr 2015. Das Ganze nach 8 Jahren auf der weiterführenden Schule, wie hieß es, G8, also Abitur nach der 12. Klasse, so ist richtig. Ich habe das Abitur nach der 12. Klasse gemacht im Jahr 2015, habe das Abi dann quasi noch kurz vor meinem 18. Geburtstag geschrieben, hatte dann mit 18 das Abi-Zeugnis in der Hand und wusste auf jeden Fall, dass ich was mit Flugzeugen machen möchte und ich wusste auch, dass ich auf jeden Fall Pilot werden möchte, solange medizinisch nichts im Wege steht. Man hat mir zwar immer gesagt, ich soll immer einen Plan B haben. Das leuchtet mir auch ein, warum man den haben sollte, aber so wirklich hatte ich nie einen in der Tasche. Also ich wusste immer, dass ich Pilot werden möchte, dass ich irgendwo im Cockpit sitzen möchte bei irgendeiner Fluggesellschaft und für alles andere war ich zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so richtig zu haben. Ich hatte auch schon nach der 11. Klasse mit dem Zeugnis 11.2 meine Bewerbung bei der Lufthansa abgegeben. Das war so, dass ich die quasi schon komplett fertig hatte und nur noch darauf gewartet habe, bis ich alle Anforderungen erfülle. Letzte Anforderung, die ich brauchte, war eben das Zeugnis 11. Klasse, zweites Semester, 11.2, was ich dann noch damit draufgepackt habe und dann ging die Bewerbung raus und dann wurde ich auch eingeladen zur Berufsgrunduntersuchung bei Lufthansa. Die habe ich dann ziemlich schnell nach meinem Abitur im Juli 2015 auch gemacht und bestanden.
Diese Berufsgrunduntersuchung war dann quasi der erste wichtige Schritt in die richtige Richtung, in Richtung Cockpit und quasi schon mal die Bestätigung für mich, dass ich irgendwie einigermaßen das Zeug dazu haben sollte, so ein Flugzeug zu fliegen. Es ist aus heutiger Sicht natürlich ziemlicher Quatsch, also so eine Berufsgrunduntersuchung, die ist jetzt nicht sonderlich einfach, man muss sich schon darauf vorbereiten, aber sie ist natürlich noch lange nicht die Bestätigung dafür, dass man auch wirklich einen Pilotenjob ausführen kann. Das war mir allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig klar, rückblickend. Also, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann war ich tatsächlich genauso ein Typ, der so schnell wie möglich in die Lufthansa-Ausbildung rein wollte, so schnell wie möglich diesen Lufthansa-Weg absolvieren wollte und so schnell wie möglich ein Lufthansa-Flugzeug fliegen wollte. Und ich habe jetzt schon in ein paar vergangenen Videos darüber gesprochen. Der Lufthansa-Weg ist auch aus gutem Grund lange Zeit Anlaufstelle Nummer 1 gewesen für jeden jungen Menschen hier in diesem Land, der irgendwann mal Pilot oder Pilotin werden wollte. Und ich habe logischerweise, wie wahrscheinlich ganz viele von euch, auch die Pilots-Eye-DVDs zu Hause gehabt. Erste Folge mit Jürgen Raps, A340-600 nach San Francisco und dann Folge 11 oder 12 war es, glaube ich, der Jürgen Raps Abschiedsflug mit dem A380, ebenfalls nach San Francisco. Und das wollte ich auf jeden Fall auch. Naja, dann hatte ich auf jeden Fall die Berufsgrunduntersuchung in der Tasche, was mich auf der einen Seite natürlich sehr gefreut hat, denn ich habe erst bei der Berufsgrunduntersuchung gemerkt, dass verdammt viele Leute irgendwas von irgendeiner Vorbereitung erzählen, die sie bei irgendeinem anderen Unternehmen gemacht haben und deswegen ja jetzt auf jeden Fall diese Berufsgrunduntersuchung bestehen. Die Vorbereitung hatte ich nicht gemacht und ich hatte auch gar nicht so richtig auf dem Zettel, dass es diese Vorbereitung gibt. Habe aber ehrlich gesagt im Nachhinein von vielen Kolleginnen und Kollegen eigentlich nur Gutes darüber gehört. Gut. Glück, dass es auch so geklappt hat. Aber auf der anderen Seite war auch ein bisschen Ernüchterung da, denn die Lufthansa hat direkt in das Glückwunschschreiben zur bestandenen BU unten noch hinzugefügt, dass ich jetzt nicht auf einen FQ, also einen Termin für die Firmenqualifikation, warten soll, denn den wird es so schnell nicht geben. Das heißt, mein Weg, den ich mir so schön durchgeplant hatte mit meinen zarten 18 Jahren, der würde vielleicht irgendwann funktionieren, aber jetzt gerade ist erstmal Pause angesagt. Das war zu der Zeit, als die Lufthansa auf ihrer Internetseite, auf welcher man dann die Bewerbung ausfüllen konnte, erst den ILST-Studiengang rausgenommen hat und wenig später dann auch die Möglichkeit, sich überhaupt für diese Ausbildung zu bewerben. Also Glück gehabt, dass ich da noch eine Berufsgrunduntersuchung abgreifen konnte. Dann war mir aber klar, es wird so schnell bei der Lufthansa nicht weitergehen. Ich wollte aber auf jeden Fall irgendwas mit Flugzeugen machen und dann. Naja, habe ich mich so ein bisschen umgeguckt nach Dingen, die man schnell machen kann, die man schnell werden kann, ohne größeren Aufwand. Das klingt ein bisschen doof, ist aber so. Ich bin dann zur Bodenabfertigung am Hamburger Flughafen gegangen. Im Nachhinein betrachtet eine ziemlich coole Erfahrung, über die ich sehr froh bin, dass ich sie gemacht habe. Aber es war kein sonderlich schöner Job nach dem Abitur. Ich wusste, dass ich nicht studieren möchte. Ich wusste, dass ich, weil ich einfach nicht wusste, was ich studieren möchte, ich wusste, dass ich jetzt nicht an irgendeine Uni gehen möchte und mich wieder hinsetzen und wieder lernen möchte, sondern ich hatte irgendwie Bock, was zu machen. Die YouTube-Videos, damit hatte ich zu dem Zeitpunkt ja schon längst angefangen. Das war auch so ein Thema, was ich irgendwie größer machen wollte und so. Da habe ich viel Zeit reingesteckt. Aber ich wollte halt eben so dicht wie möglich an Flugzeuge ran. Wenn ich die Scheißdinger schon nicht fliegen kann, dann möchte ich wenigstens in der Nähe von Flugzeugen sein. Klingt komisch, oder? Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass der Hamburger Flughafen Leute für die Bodenabfertigung braucht. Und da habe ich mich drin gesehen. Zack, Bewerbung hingeschickt, das hat geklappt. Und dann gab es eine Gefahrengutschulung und ein paar nette Worte. Viel mehr war es, glaube ich, nicht. Doch einen Vorfeldführerschein musste man noch machen. Tut mir leid, das soll überhaupt nicht so abwertend klingen. Es sind natürlich ordentliche und anstrengende Jobs, aber für mich war es zu dem Zeitpunkt einfach eine ganz nette Möglichkeit, um einfach ganz schnell an den Flughafen zu kommen und in den Sicherheitsbereich von einem Flughafen zu kommen und möglichst nah an Flugzeuge zu kommen. Hat dann aber nicht ganz so gut funktioniert, weil man in der Bodenabfertigung bzw. bei meinem Job als Loader dann zu dem Zeitpunkt erst einmal im Keller anfängt. Das heißt, ich hatte 5, manchmal 6 Arbeitstage die Woche. Morgens um 3:30 Uhr hing ich auf der Autobahn zum Hamburger Flughafen und habe dann da von 4 Uhr bis 6 Uhr morgens ganz alleine irgend so eine Condor 757 da die Koffer da auf so einen Wagen gepackt, was mich nicht so dicht an Flugzeuge rangebracht hat, wie ich eigentlich erhofft oder vermutet hatte.
Das war dann eher so eine Geschichte, da bin ich dann in den Pausen immer mal raus aufs Vorfeld gegangen oder nach Dienstschluss nochmal raus aufs Vorfeld gegangen, was man, glaube ich, auch gar nicht machen soll. Naja, auf jeden Fall war das nicht so richtig was für mich. Was dann ein riesiges Upgrade für mich war und was ich ehrlich gesagt bis dahin noch gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte, war, dass man ja auch mal in die Kabine könnte, Flugbegleiter werden könnte. Und jetzt muss ich ein bisschen drüber lachen, weil das die absolut richtige Entscheidung für mich war. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Komisch, dass ich da nicht direkt drauf gekommen bin. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich mich dann als Flugbegleiter beworben bei Condor. Und das hat funktioniert. Und zu meinem großen Glück kam ich auch relativ schnell auf die Langstrecke. Das heißt, ich konnte 767 und A320, dafür hatte ich auch das entsprechende Rating, das durfte ich als Flugbegleiter bei Condor fliegen, war in Frankfurt stationiert und bin dann dementsprechend auch mit 18 Jahren nach Frankfurt gezogen. Dort erst in eine WG und wenig später dann in eine eigene kleine Einzimmerwohnung. Ihr habt ja mitbekommen, dass sich da häufig mal der Hintergrund in den Videos gewechselt hat. Und es war für mich im Nachhinein betrachtet wirklich eine Riesennummer. Ich war dann recht schnell am Hamburger Flughafen raus, habe da super schnell wieder gekündigt. Die haben mir da auch keine Steine in den Weg gelegt und so weiter. Und dann zack war ich da in Frankfurt und konnte ab Oktober 2015, also eigentlich nur ein paar Monate, nachdem ich Abitur, Berufsgrunduntersuchung und so einen Kram gemacht habe, war ich da schon als Flugbegleiter bei Condor in Frankfurt. 1,5 Jahre war ich dann dort in Frankfurt als Flugbegleiter bei Condor unterwegs, konnte wie gesagt viel Langstrecke fliegen, durfte viel Langstrecke fliegen und diese Fluggesellschaft fliegt nun mal nur Ferienziele an. Das heißt, das waren recht schöne Dienstpläne. Das hat wirklich Spaß gemacht und man hat überraschend viel von den Destinationen mitbekommen. Man hat dafür Geld bekommen, logischerweise. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt absolut perfekt. Ich wollte nicht studieren, ich wollte so schnell wie möglich an Flugzeuge ran und ich wollte so schnell wie möglich an dieses, in Anführungszeichen, Crewleben ran. Und dafür war dieser Job absolut großartig und hat riesig viel Spaß gemacht. Jetzt war mir zu dem Zeitpunkt logischerweise schon klar, dass Condor seit 2014 eine eigene Pilotenschule hat, eine eigene Pilotenausbildung hat mit einer Partnerflugschule. Und dann kam mir natürlich die Idee, weil es mir bei dieser Fluggesellschaft ja hervorragend gefiel, ob man eventuell denn dort mal in die Ausbildung kommen könnte. Und long story short, das hat dann letztendlich funktioniert. Ich habe natürlich so schnell wie möglich, dort war es eben so, dass man sich für die entsprechende Lizenz erst mit 19 bewerben durfte. Ich habe dann so schnell wie möglich eine Bewerbung dafür abgegeben. Meine Berufsgrunduntersuchung, der DLR-Test, wurde dann auch anerkannt. Das heißt, ich konnte bei der Condor direkt in der zweiten Stufe des Auswahlverfahrens einsteigen. Das ist ein mehrstufiges Auswahlverfahren, wie bei ganz vielen anderen, wie bei jeder anderen Fluggesellschaft auch. Und ich war natürlich überglücklich darüber, dass das funktioniert hat. Im November 2016 war das, da wusste ich Bescheid, dass ich bei Condor Pilot werden kann. Und im Februar 2017 begann dann meine Ausbildung an der TFC Käufer in Essen. Den Flugbegleiterjob habe ich dabei übrigens nicht aufgegeben. Das Ganze ließ sich dann in Form einer Mini-Teilzeit so weit reduzieren, dass ich an den Wochenenden, ja quasi wenn die Flugschule nicht stattfand, ganz einfach als Flugbegleiter fliegen konnte. Somit hatte ich wahrscheinlich auch für die Flugschulzeit einen der coolsten Nebenjobs, den man sich da wünschen kann. Logischerweise war ich dann extrem glücklich darüber, dass das so funktioniert hat, dass das tatsächlich so funktioniert hat. Lufthansa habe ich dann relativ schnell aus meinem Kopf gestrichen. Die haben sich zwar kurz darauf nochmal gemeldet, dass ich eine Firmenqualifikation dort machen könnte. Allerdings war der Termin, ich hätte sie gern gemacht, allerdings war der Termin für die Firmenqualifikation an, oder ich glaube, es hieß dann schon Group Qualification. Ich weiß gar nicht mehr genau. Allerdings war der Termin für diesen zweiten Test dann an dem Tag, an dem ich meine PPL, meine Privatpilotenlizenzprüfung hatte. Und dementsprechend ist die Lufthansa Group Qualification dann auch ausgefallen. Mit anderen Worten, keine Ahnung, ob ich es bei der Lufthansa geschafft hätte. Die Berufsgrunduntersuchung, da sage ich herzlichen Dank, die habe ich dort mitgenommen. Und die hat mir natürlich dann auch die Möglichkeiten für den Weg bei Condor eröffnet. Die Ausbildung begann dann erst einmal mit einem kurzen Theorieteil, ungefähr 3 Monate für die Privatpilotenlizenz, dann der Praxisteil für die Privatpilotenlizenz abgeschlossen, wie eben schon gesagt, mit dem Prüfungsflug für die Privatpilotenlizenz. Es geht alles bei so einer MPL-Ausbildung, war es ja recht zügig. MPL, ATPL, den Unterschied habe ich auch mal vor ein paar Wochen in einem Video erklärt, das verlinke ich euch, YouTuber-Technik, da oben. Es hat hervorragend funktioniert. Es hat unendlich viel Spaß gemacht. Ich habe mit einem Kollegen dann zusammen gewohnt in Essen. Wirklich eine sehr, sehr coole Zeit an der Flugschule.
Und im Nachhinein betrachtet bin ich natürlich auch sehr froh, dass das alles noch vor Corona da durchgerutscht ist. Nachdem man dann mit der Praxis für die Privatpilotenlizenz durch war, kam der große, riesige Theorieteil in der Pilotenausbildung, welcher dann abgeschlossen wurde im Sommer 2018 mit der großen Prüfung beim Luftfahrtbundesamt. Die Prüfung geht über 3 Tage, beziehungsweise man kann sich 3 Tage Zeit nehmen. Man kann sich auch länger Zeit nehmen, das kann man auch offsplitten. Die Möglichkeit hatten wir in dieser Ausbildung nicht. Aber gut, es ist halt eben diese große LBA-Prüfung, dauert 3 Tage. Habt ihr bestimmt schon mal in irgendwelchen Dokus gesehen. Und dann hat man schon mal was ganz, ganz Wichtiges geschafft, wenn das Thema durch ist. Dann kam Praxis. IFA-Praxis, also Instrumentenflugpraxis. An der TFC Käufer fand das auf der Piper PA-28 und dann auf der Piper PA-44 auf der Seminole statt. Und dann war die Ausbildung durch. Im Februar 2019. Vor mittlerweile also 2 Jahren. Was dann noch hinten dran gehängt wird, ist das Type Rating, die Ausbildung bei der Fluggesellschaft. Das fand dann auch alles im Anschluss direkt bei der Fluggesellschaft statt. Und somit bin ich seit knapp 2 Jahren Pilot, erster Offizier auf der Airbus A320-Familie. Was soll ich euch dazu groß sagen? Ich denke mal, viele von euch können das extrem gut nachvollziehen. Viele von euch sind genauso drauf, ey, du brauchst auf jeden Fall einen Plan B. Nee, ich will aber auf jeden Fall Pilot werden. Das geht wahrscheinlich vielen so und ich weiß, dass ich mich sehr, sehr glücklich schätzen kann, dass der Weg so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe und ich jetzt im Cockpit eines Airbus A320 sitzen darf und dort als erster Offizier arbeiten darf. Das weiß ich ganz genau. Ich weiß auch, dass es sehr viel harte Arbeit war. Ich habe mich schon durchaus immer darum gekümmert, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mir meine Ausbildung selbst finanziert. Ich habe auch bereits jetzt keine Schulden mehr für diese Ausbildung. Ich habe die Ausbildung komplett abbezahlt und dafür ist in den letzten Jahren viel Zeit, viel Schweiß, viel, wie auch immer man das immer sagt, draufgegangen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch, dass mich immer alle nötigen Leute in der Umgebung, meine Familie, ganz besonders meine Eltern, dass mich meine Freundin, dass mich eigentlich alle in meiner Umgebung dort immer sehr mit unterstützt haben. Dass jeder diesen Wunsch akzeptiert hat und dass mir niemand in der Vergangenheit wirklich Steine in den Weg gelegt hat. Das weiß ich auch und das weiß ich auch wirklich zu schätzen. Dazu weiß ich auch, dass ich eigentlich bis jetzt zumindest eine einigermaßen gute Zeit erwischt habe. Ich habe die Ausbildung beenden können, ich habe diesen Platz im Cockpit bekommen und den habe ich jetzt auch erstmal. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch, dass wenn ich ihn jetzt verliere, dass ich ihn so schnell nicht wiederbekommen werde. Denn dafür habe ich ganz einfach nicht genug Zeit gehabt, um Erfahrungen zu sammeln. Ich habe einige 100 Flugstunden in meinem Flugbuch stehen, aber das war es dann auch wieder. Aber nichtsdestotrotz geht es mir in der Situation sehr viel besser als vielen anderen Flugschülerinnen und Flugschülern zur aktuellen Zeit. Und das weiß ich natürlich auch. Ich habe mich ganz bewusst für diesen Weg entschieden. Ich wusste, dass es mit einigen Risiken verbunden ist. Ich habe mich aber ganz bewusst dafür entschieden, nicht zu studieren, sondern so schnell wie möglich in eine Pilotenausbildung zu kommen. Ich habe zwar nicht irgendeine Pilotenausbildung genommen, sondern ich habe versucht, die Lufthansa-Ausbildung zu kriegen. Das hat nicht funktioniert. Dann gab es eine zweite für mich großartige Ausbildung und zwar die bei Condor. Das hat funktioniert. Ich bin seit mittlerweile mehr als 5 Jahren bei dieser Fluggesellschaft, fühle mich dort sehr, sehr wohl und möchte auch noch sehr, sehr lange bleiben. Aber ich weiß natürlich auch, dass wenn ich diesen Job jetzt irgendwann verlieren sollte, dass ich den so schnell nicht wiederbekomme und dass ich nicht viel mehr in der Hand habe als diesen Pilotenschein. Und das eben, weil ich mich so bewusst dafür entschieden habe, so schnell wie möglich in diese Ausbildung reinzukommen. Und das ist etwas, was man gerade in der jetzigen Zeit, Beispiele gibt es dafür genug, worüber man sich echt Gedanken machen sollte, ob das der richtige Weg ist, dort so schnell wie möglich reinzugehen. Es ist sicherlich besser, eine Pilotenausbildung mit einer Fluggesellschaft im Rücken zu absolvieren. Plätze in einer Ausbildung mit einer Fluggesellschaft im Rücken sind aber erstens ziemlich schwer zu bekommen, weil sie vor allem sehr, sehr rar sind. Zweitens muss man oft eben das komplette Auswahlverfahren für diese Fluggesellschaft vor der Ausbildung machen. Und diese Auswahlverfahren sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und drittens haben wir in den letzten Monaten mehrfach gesehen, dass eine Fluggesellschaft im Rücken definitiv auch keine Garantie dafür ist, dass man wirklich direkt nach seiner Ausbildung einen Platz im Cockpit bekommt. Das sind alles Punkte, über die man sich wirklich Gedanken machen sollte. Es gibt hunderte, tausende super interessante, coole Jobs auf dieser Welt. Und der Pilotenjob hat durchaus auch seine Nachteile. Dessen sollte man sich bewusst sein. Darüber kann man sich im Internet mittlerweile hervorragend informieren. Man kann viele Leute fragen, die einem viele ehrliche Dinge dazu erzählen. Und ich durfte selbst in meiner Ausbildung die Erfahrung machen, dass da unfassbar viele verschiedene Leute zusammenkommen, die teilweise schon eine komplette Karriere absolviert haben und sich jetzt nochmal nach 10, vielleicht sogar noch mehr Jahren im Berufsleben umentscheiden, um Pilot zu werden. Also
Aktuell befindet sich dieser ganze Markt wirklich in der Krise, und zwar weltweit. Und das gab es so selten bis gar nicht. Und das muss man im Kopf haben, sollte man nicht unterschätzen, weil sonst kann man mit so einer Pilotenausbildung auch sehr schnell richtig dick auf die Schnauze fliegen. Bis hierhin, und ich sage es gerne nochmal, ich weiß es wirklich zu schätzen, darf ich aber sehr glücklich darüber sein, dass ich erster Offizier auf der A320-Familie bei einer guten Fluggesellschaft bin und dass ich dieses Flugzeug in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen fliegen darf und dass ich ganz einfach meinen Traumjob machen darf. Und ich finde es toll, dass viele von euch mich so lange dabei begleitet haben auf dem Weg zu diesem Traumjob. Und naja, auch sonst kann ich mich wirklich nicht beschweren. Es läuft hervorragend. Ich habe eine großartige Community im Rücken. Ich habe Projekte, die ich machen kann. Das Blueprint-Projekt, was ich umsetzen kann. Projekte, bei denen ihr mich großartig unterstützt. Ihr habt ein unfassbares Verständnis dafür, wenn ich mal für eine gewisse Zeit keine Videos bringe. Ihr habt ein Verständnis dafür, dass ich immer noch nicht nach 8 Jahren so weit bin, einen regelmäßigen Upload-Plan zu haben oder was auch immer. Ich bin euch wirklich sehr dankbar dafür. Und ich freue mich, wenn ihr noch lange meine Zuschauer bleibt. Ich habe großen Spaß mit euch und ich hoffe, dass wir noch viele, viele coole Beiträge hier auf diesem Kanal haben werden. Ich musste über die letzten Jahre so ein bisschen meinen Weg finden in dieser ganzen YouTube-Sache, weil ich habe mich da mal so ein bisschen verrannt. Ein paar von euch haben das mitbekommen. Ich habe es in den Livestreams immer mal wieder erzählt. Ich habe mich bei diesem YouTube-Thema echt so ein bisschen verrannt und ich bin froh, dass ich da mittlerweile wieder auf einem ganz guten Weg bin. Ich hoffe es zumindest. Die Beiträge, die hier online kommen, die Livestreams, die hier online kommen und so weiter, die machen mir wahnsinnig viel Spaß und ich habe richtig Bock, euch vernünftige Beiträge zu liefern und richtig viel Content zu liefern. Also, damit soll dieses Video, genauso wie das Video vor 2,5 Jahren, auch ein dickes Dankeschön an euch sein. Vielen Dank für diesen großartigen Support, seit Ewigkeiten gefühlt, und ich hoffe, dass das noch ganz lange so weitergeht. Vielen Dank an euch und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten. Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.